Hallo und herzlich willkommen in unserer Tankstelle oder besser gesagt meiner Tankstelle hier. Und wir sind wieder fleißig am Hasseln. Aber irgendwie bekomme ich kein Geld aufs Konto. Ich weiß es nicht. Das sind, sobald ich ein bisschen Geld auf dem Konto habe, muss ich Bestellungen machen und schon ist die Kohle wieder weg. So, jetzt haben wir hier $214 auf dem Konto, aber wir haben keinen Tabak mehr. Wir haben hier diese Öl, dieses Autozubehör läuft auch nicht so. Dann hier der Alk läuft auch nicht so. Die Zeitschriften, haben wir da noch welche? Ah, da haben wir sogar noch welche, schau. Plus 5, plus 5, plus 5. Aha, geht nichts mehr. So, hier Ice Cream. Na, wollte man nicht. So, Ice Cream. So, hier voll. Irgendeiner hupt. Hupt. Wer hupt? Warum hupt einer? Was ist euer Problem? Was blinkt hier hinten? Oder was hüpft hier hinten? Was ist das? Was zum Teufel ist das? Ich kann aber auch nichts tun. So. Jetzt machen wir mal das anders. Wenn wir hier ihn jetzt hier nach oben heben. Der hat einen kaputten Reifen und eine zu kratzte Tür. Und dann kassieren wir sie oder ihn schnell ab. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, wer hier da steht. So. Weil wenn der auf der Hebebühne drauf ist, kann er nicht so schnell abhauen. So, jetzt ist er hier bedient. So, schnell wieder zurück in die Werkstatt. Gleich Reifen mitnehmen. So, welche Seite war das nochmal? Ja, welche? Rechts vorne, ganz normal. Wir müssen langsam wieder ein paar Nägel nachlegen. Vorne rechts in unserer Tankstelleneinfahrt. So. Schrauben dran. Aber wir müssen irgendwie langsam mal an Geld kommen, um mal hier unsere Tankstelle weiter auszubauen, weil das, was wir jetzt hier haben, ist ja nicht wirklich. Ist ja nicht wirklich viel. Also da haben wir ja noch einiges vor uns. Super, danke schön. So, da gibt es ja noch eine Waschanlage und. Also so ist es ja nicht. Aber da haben wir aktuell noch den Arsch ein wenig zu weit unten. Der will nur eine Zeitung haben. Für $2,30. Seht ihr? Ach, okay, die Werkstatt. Wir haben jetzt hier mehr Infos. Okay, Kraftstoff haben wir genug. Schau, wir brauchen hier 1000. Schließe weitere Ziele ab, um die Tankstelle zu verbessern. Lager wollen wir gar nicht. Tankstellenlevel zu niedrig. So. Ah, das wollten wir auch nicht hin. Wir wollen ja nicht schließen. So, bin ich hier wieder ganz rausgehüpft. Wir können hier natürlich unsere Werkstatt mit Ölwechsel nach oben pushen. Oder hier die Tankstelle auf Level 4. Waschanlage, neue Regale, zusätzliche Zapfsäule, Toiletten, Parkplätze, zweiter Mitarbeiter, mehr Dekoration. Aber wir brauchen hier 1000 Dollar. Somit, ja, derzeit im Besitz, wenn wir die Werkstatt nach oben für 450, können wir einen Ölwechsel dazu machen.
So, Waschanlage haben wir keine, Eisstand haben wir keinen und Partyfläche haben wir keinen. Somit haben wir hier noch einiges zu tun. So, aber es kommt auch irgendwie keiner zum Tanken. Was ich nicht so ganz verstehe, weil Sprit habe ich genug. Aber es... Boah, 16 Artikel. Aber es tankt keiner. So, rein damit. So. Großeinkauf an der Tanke. Ich weiß natürlich auch nicht, vielleicht sind unsere Preise zu niedrig, dass wir kein Geld nicht machen. So, hier zwei Dosen Chips und eine Coke und nochmal Tabak und nochmal Zigaretten und nochmal, oh, komm her, nochmal Zigaretten, $86. Trinkgeld zu erhalten, ja, super. Wir müssen aber mindestens noch 20 Fahrzeuge betanken. Aber wenn keiner zum Tanken kommt, ist das natürlich sehr bescheiden. So, jetzt steht wieder einer in der Werkstatt, aber wir brauchen eigentlich keinen in der Werkstatt. Wir schauen uns aber trotzdem mal schnell an, was er hat. Der hat zwei kaputte Reifen und einen kaputten Spiegel. So, was heißt hier? Keine Produkte mehr. Was ist passiert? So. Glas raus, Glas raus, neues Glas rein. Zap, zap. Und dann. Ja. Hallo, hallo, hallo. Ich will nur deinen Reifen wechseln. Ah, 500. Aber ich werde. Naja, wir sparen jetzt auf die 1000. Ich würde gern eventuell, wenn es irgendwie möglich ist, auf Level 4 aufsteigen und dadurch eine Waschanlage aufbauen. Und ich hoffe, dass es eine Waschanlage ist, wo ich nicht jemanden anstellen muss, der sozusagen manuell Auto wäscht, sondern die durch die Waschanlage durchfahren können. Aber wir werden sehen, wenn wir die Waschanlage besitzen. Jetzt brauchen wir erstmal 1000 Euro auf dem Konto, um überhaupt dieses Level anstreben zu können. Da haben wir noch ein bisschen hin. 770 haben wir aktuell. So, ja, hier dreimal Tabak. Knapp 800. Aber wie ihr seht, das Tabakregal wird leerer. So, hier haben wir noch ein bisschen was zu trinken. Können wir reinräumen. Das war's auch schon. So, jetzt schmeißen wir hier mal den Fernseher weg, der hier in der Luft hängt. Hier stand nämlich früher ein Tisch. Wo der hin ist, keine Ahnung. Aber da stand früher mal einer. Ich habe meines Erachtens keinen Tisch weg. Wir werden mal den Container abholen lassen. Dienstleistungen, Abfall, bestellen, zack. Das dürfte mir nämlich kein Geld kosten. Ja, zumindest ist mir nichts abgezogen worden. So, da hat einer Durst. Jetzt wäre beinahe die Flasche hier reingefallen. So. 812. Trinkgeld bekommen, sehr gut. So, der holt hier den Container ab. Sauberkeit passt auch. Ja. Aber, ja. Uns wird nichts anderes übrig bleiben, dass wir Zigaretten bestellen. Die sind schon komplett aus.
Die sind schon komplett aus. Ja, hilft nichts. Ich würde gern Level 4 machen. Wollte ich gerade sagen, was liefert er denn jetzt? Da weiß er hier der Container-Fuzzi. Aber warum tankt bei mir keiner mehr? Wir haben doch genug Sprit. Wir haben doch genug Sprit. So, machen wir hier mal einen schönen. So, Screenshot gemacht vom Müllauto. Oder könnten wir hier eigentlich so auch machen? Bitte lächeln. So, und dann nimmt es den Container unter der Hand, oder? Ah. Hier wird schon wie wild gehupt. So. Geld hat aber keins gekostet, somit ist es Müll abholen vollkommen okay. Ja, boah. Solche Nervensägen, der holt nur den Müll ab. So, 130 Dollar noch. 130, sag ich, 180 Dollar noch. Dann haben wir es geschafft. Dann haben wir es geschafft. Dann ist alles soweit, dass wir auf Level 4 steigen können. So, und wir haben einen in der Werkstatt drin. Ups, wollte man nicht. Wenn der jetzt natürlich 200 bringt, wäre natürlich optimal. So, der hat eine zerkratzte Tür und zwei, drei kaputte Reifen. So, diese Dinger müssen wir jetzt auch kaufen, Grützefix. Haben wir jetzt auch keine mehr. So. So, das war's. Dann haben wir hier vier Reifen, drei kaputte Hammer. Somit Glück gehabt, ohne Reifen zu bestellen. Aber wenn wir jetzt 1.000 € für das Update ausgeben, haben wir keine Reifen in der Werkstatt. Und was soll ich sagen? Jedes Fahrzeug, das hier eigentlich reinkommt, hat mindestens einen kaputten Reifen. So, das wird jetzt spannend, wie wir das am besten lösen. Aber ich würde, wie gesagt, gerne das Level nach oben steigen, um einfach die Waschanlage zu haben und zu schauen. Vielleicht verdienen wir mit der ein bisschen Geld. Und ist ja nicht so. Ja, keine Produkte, ist mir schon klar. So, obligatorisch vorne rechts kaputt. So, jetzt noch fünf Radbolzen reingeschraubt. Und dann sehen wir, was er hier abspringt. 100, 180 Dollar wird doch mindestens drin sein. 350. Ich habe irgendeine Auszeichnung gekriegt. Ah, wir sind Level 5 gestiegen. So, Kunde an der Kasse. Aufräumen tun wir später. Und dann werden wir uns am Computer auf Level Nummer 4 mal updaten. Und dann schauen, ob wir uns die Waschanlage leisten können, weil die wird dann auch wieder ein Taui kosten. Und das wird dann sehr, beinahe wäre schief gegangen. Sehr interessant. So, nun, wir wollen Aktualisierung. Und zwar wollen wir Kosten, zusätzliche Questfortschritt nötig.
Das heißt wohl, ich muss. Ja, wir machen Ölwechsel auch noch dazu. Hilft ja jetzt nichts, wir können kein Update machen. So, wir wollen eine Lieferung haben. So, da wollen wir nicht rein. Da wollten wir eigentlich nicht rein. Wir wollten Autoteile bestellen. Wir wollten 5 Reifen bestellen und 4-mal Motoröl bestellen. So, jetzt haben wir noch 400 auf Lager. Und dann bestellen wir noch ein bisschen Zigaretten. Die letzten löschen wir mal hier. So, stellen wir hier mal. Und dann haben wir hier Erfrischungsgetränke. Hammer. Machen wir hier mal zu. Haben wir soweit noch alles? Snacks. Aus. Aus. Was hat denn das mit diesem Rot und Grün zu tun? Ich habe keine Ahnung. Aber wir lassen es jetzt mal. Und, hallo. Entschuldigung, habe gerade eine große Bestellung gemacht. So. Kassieren wir sie noch schnell ab. Und, oh nein. Die Kombi wieder am Arsch. Ja, hilft nichts. Wir hätten nur unseren Angestellten hinstellen brauchen. Dann wäre das nicht passiert. So. Wir holen ihn jetzt auch, weil wir in die Werkstatt flitzen. Magic, bitte einmal bedienen der Kasse. So, kommt gleich einer. So, es tankt aber irgendwie keiner mehr bei mir. Ich weiß nicht, was los ist. So, wir fahren ihn kurz nach oben und hauen die Lieferung. Ja, ich bin ja schon da. Der dürfte jetzt einiges dabei haben. Was hat der geliefert? So, nicht viel, weil die Bude leer ist. So. Ah, hier kommt der zweite gleich. Sehr gut. So, auf die Tür. Und rein ins Regal. Und zack, zapp. Ja, ich weiß, dass ein Kunde in der Werkstatt ist. Ist er draußen? Er ist draußen. Dann machen wir hier zu. Wieder zurück in die Werkstatt. Und dann müssten wir hier Reifen haben, die wir einlagern können. Zack. Und haben wir sonst hier drin noch was bestellt? Nicht, gell? So, er hat nur einen kaputten Reifen vorne rechts. Es tut mir schrecklich leid. So, wir müssen unbedingt aufräumen. So, das wird jetzt nicht viel Geld bringen. So, aber 80 Dollar sind es auch. So. Wir schmeißen kurz die ganzen Reifen hier mal weg. Ciao. Ciao, ciao. Hier vorbeigeschmissen. So. Die Reifen werden wir nicht in den Müllsack reinbekommen, oder?
Oh. So. Hier noch mal einer. Und noch mal einer. Und dann müssen wir unseren, wo haben wir den jetzt hingeschmissen? Da ist er. Und dann haben wir unseren Kollegen, den mal in die Pause schicken müssen. Na, bedient noch fleißig. Okay, dann lassen wir ihn hier arbeiten. So, dann schauen wir mal. Keine Produkte. Tabak haben wir gekriegt. So. Haben wir hier irgendwas? Okay. Das rein, das rein. So, da haben wir nichts bestellt. Aal kann man auch nichts bestellt. Zeitungen braucht man theoretisch nicht. Oh, okay. Haben wir Eis? Eis hätten wir noch. So, auch nicht mehr Platz. So, wir räumen hier mal kurz ein bisschen auf. Okay, können wir nicht aufräumen? Tu es bitte wieder hier rein. So, hier mein Besen sei es gewesen. So, hier noch eine Spur. So, warum kommt keiner mehr zum Tanken? Das ist mir absolut. Wir müssen jetzt echt mal reinschauen, ob wir versehentlich unsere Tankstelle zugemacht haben. So. Mein Freund, wir bezahlen dich und schicken dich aber dann in die Pause. Und wir springen mal zur Werkstatt rüber. Weil wir müssten immer noch 20 Autos betanken. Und immer noch, oh, 24 Mal Trinkgeld bekommen. Naja, das können wir natürlich nur, wenn man. Was ist hier kaputt? Ah, der will Ölwechsel machen. Der will Ölwechsel machen. Das ist ja interessant. Okay, dann müssen wir hier bestimmt die Motorhaube aufmachen. Brauche Ölflasche zum. Ah, okay. Wo ist Ölflasche? Ah, hier, Ölflasche. So, und. Halte RT zum Gießen. Okay, gut. Und dann haben wir hier noch Türe und oh, müssen wir demnächst diese Lackstifte kaufen. Sonst können wir die Kunden nicht mehr zufrieden bedienen. So, und hier noch der rechte Vorderreifen. So. Wenn nicht der rechte Vorderreifen, was dann? $2,25. So, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, sind wir hier schon wieder eigentlich fast am Ende. Wir kassieren jetzt den. Der hätte sich mal ruhigen T-Shirt anziehen können, aber ich verkaufe keine Klamotten. Somit kauft er sich eine Zeitung, um sich da einzuwickeln und einen Eis danach für den Hut. So, nice. Aber Trinkgeld hat er keins gegeben. So, und endlich sind wieder Autos zum Tanken da. Ich habe eigentlich nur meine Zapfsäule. Oh, es ist nicht zu fassen. Wie man auf den falschen Button klicken kann. So, neuer Kunde, neuer Versuch.
So, Trinkgeld hat es wieder keins gegeben. Aber was soll ich tun? Wir werden einfach fleißig weiterarbeiten. Wir haben 18. Tag, 2:43 Uhr nachts. Da passiert natürlich nicht so viel. Aber wenn so ein Partybus mal kommen würde oder so, das wäre natürlich schon toll. Weil dann würde ich meinen Kollegen hier mal hinstellen und würde sagen, hier, gib mal Gas. Wo geht denn sie eigentlich hin? Sie hat nur Müll weggeschmissen und jetzt ist sie wieder gegangen. Das ist ja auch interessant. Okay. Das ist ja auch interessant. So. Der King Dennis hat wieder hier alles beschmiert. Ja gut, wir haben es jetzt leider nicht geschafft. Ich wäre gerne aufgestiegen. So, Aktualisierung. Ich hätte hier gerne. Aber wir brauchen zusätzliche Quests. Quests. Somit dauert noch ein bisschen, bis wir die Waschanlage in Betrieb nehmen können. Wir machen hier mal Schluss und sehen uns dann in der nächsten Folge der Bappi.